Ja, bevor das eigentliche Video anfängt, Tag zusammen erstmal. Ich wollte euch mal einen schönen Sonnenuntergang zeigen. Das hat was, ne? Das hat wirklich was. Ach so, ja. Es gibt ja hier und da ein paar Intelligenzallergiker. Und ich meine das wirklich so, wie ich das sage. Intelligenzallergiker, Dummköpfe, die müssen jedes Video von mir disliken. Ich weiß ja, dass es genügend Leute auf dem Planeten gibt, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Ja? Kritik sieht folgendermaßen aus. Ich gucke mir ein Video an, schreibe dann drunter, pass mal auf, Kollege, gefällt mir so ganz gut. Dies und jenes könntest du ändern. Und guck mal, ob er das macht. Oder mir gefällt das überhaupt nicht, was ich da sehe. Und ich schalte einfach weg. Ich gebe ihm trotzdem ein Like. Mal gucken, vielleicht klappt es ja. Ne? Warum nicht? Ne? Wenn es mich themenmäßig interessiert, gibt es auch ein Abo. Ne? Vielleicht ändert sich ja die Kameraführung von jemandem, der Parkinson hat, auf jemanden, der ruhig halten kann. Das ist Evolution. Ne? Jeder fängt irgendwo an. Ich habe auch am Anfang mit der letzten Kamera rumgezappelt wie blöd. Ich kann mir meine eigenen Videos nicht angucken. So zappelig ist das. Ich weiß das durchaus. So, und dann gibt es diese ganz großartig dummen Menschen, wirklich verblödete Idioten, die müssen alles disliken, können selber wahrscheinlich gar nichts oder sind Fanboys von den Autodoktoren. Die habe ich jetzt auch an der Backe gehabt. Fanboys von den Autodoktoren, weil ich einen Witz gemacht habe. Das sind die Schlimmsten, können selber gar nichts, können die Klappe aufreißen und geben Dislikes. Hat schon wieder einer in den Kommentaren geschrieben, ja, total aufgeräumte Werkstatt. Ja, stimmt. Ja, muss doch nicht hingucken, wenn es dir nicht gefällt. Wieso haben diese Leute keinen Charakter? Das verstehe ich nicht. Ist das irgendwie erziehungsproblematisch? Eine Erziehungsproblematik oder ich weiß es nicht. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sage ich das. Gut. Diese zynischen Bemerkungen, hört total aufgeräumte Werkstatt. Ja, und was soll die Bemerkung jetzt? Ja? Meinst du jetzt, bist du intelligent, wirkst du als Held oder was stimmt nicht mit dir? Deshalb werde ich jetzt die Bewertungen abschalten, damit solche Leute, die offensichtlich ein zu kleines Geschlechtsteil haben, dieses nicht wachsen sehen durch Dislikes. Ich werde die Bewertungen jetzt immer abschalten. Immer. Ihr könnt trotzdem bewerten, das ist richtig. Aber es sieht keiner. Das ist das Schöne. Die möchten das ja sehen. Ansonsten sind sie nicht befriedigt. Und das macht die total fertig. Ja, Social Media inklusive YouTube ist so eine Sache, die erfordert starke Nerven, offensichtlich. Habe ich grundsätzlich. Ja, aber da diese Leute ja ganz, ganz hinterfotzig sind, ganz, ganz hinterfotzig, ja, keine Kritik äußern. Nur Dislikes geben. Das ist die Essenz von Dummheit. Statt zu sagen, pass mal auf, Kollege, das grundsätzlich, ne, oder mir gefällt es gar nicht, ne, kann man schreiben. Nein, das trauen sie sich nicht. Ne? Da müssten sie ja sich artikulieren. Das funktioniert nicht. Daumen runter. Das geht sofort. Tja. Ja, ist ein cooler Schnitt, ne? Ein cooler Turn hier so. Das ist meine Wiese übrigens. Soll nicht heißen, dass meine Frau nichts vom Grundstück abgekriegt hat. Da hinten fangen die 4000 Quadratmeter Garten an. Total verwildert natürlich. Dafür schlafen da auch Rehe, Hasen. Da ist ein alter Birnbaum. Hier stehen übrigens regelmäßig Einwohner dieser Gemeinde vor. Und ich habe immer das Gefühl, die wollen Fotos machen und haben die Kamera vergessen. Stehen davor, gucken fassungslos. Der hat seinen Rasen nicht gemäht. Nein, richtig. Und im Dürrejahr 2018 hatten wir hier grünen Rasen, weil der Tau eingefangen wurde. Aber auch das, hinterfotzige Leute, hinterm Rücken, überall. Wir haben es aus allen Ecken und Enden kam das. Die haben ja einen Rasen nicht gemäht. Nee.
Und genau so bleibt das auch. Und wenn ihr euch auf den Kopf stellt, ist mir scheißegal. Hier wird nichts gemäht. Hier schlafen Rehe, hier sind Hasen. Das ist ein Wildgarten. Wir haben die seltensten Wildbienen hier. Ja. Bei uns ist kein Insektensterben. Bei uns ist ganz das Gegenteil. Wir haben auch regelmäßig Hornissennester, wo ich nichts dagegen habe, weil Hornissen lassen Wespen sehr, sehr, sehr schnell verschwinden. Und dann da ist wieder nichts. Ja, da ist auch nichts. Ja. Obwohl mich nicht kümmert, was andere über mich denken, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schön, niemanden zu sehen, der egal was denkt. Gelegentlich ist Einsamkeit richtig geil. Aber wie gesagt, die Einwohner dieser Gemeinde hier schaffen das schon, also diverse, hier mit dem Auto hier anzuhalten und zu gaffen. Oh, Rasen nicht gemäht. Tja, ich werde mal Eintritt nehmen, denke ich. Gut, jetzt geht's mit dem Video weiter. Hallo. Ja, wie man draußen sieht, Abend. Wie man hier sieht, der Motor steht irgendwie komisch, ne? Ziemlich weit hinten, ziemlich schräg. Ja, eine Schraube ist noch zum Getriebe dran. Das Getriebe hängt hier unten in Spanngurten. Hier und da vorne, dass es gleich nicht runterknallt, weil die Getriebetraverse raus ist. Mit Spanngurten geht das alles etwas leichter oder kontrollierter vonstatten. Ich habe mich dazu entschlossen, den Motor vom Getriebe zu trennen. Kran in Verbindung mit dem Boden. Na, komisch. So, jetzt habe ich die schon mal ausgetauscht. Das rostige Ding ist runter. Habe ich mal zur Seite gelegt. Das war dann doch schon ziemlich am Ende. Hier. Ne? Ja. Blöd. Servopumpe ist raus. Alle Anschlüsse sind runter. Ja. Das ist alles nur noch. Ja. Wird noch da rausgezogen. Ja. Aber wenn der Motor angehoben wird, dann wird das nach hinten rausgezogen. Ja, der ganze Krempel ist der Motorkabelbaum. Servopumpe saß hier drin. Habe ich glaube ich schon mal gezeigt. Die liegt jetzt hier, damit sie nicht im Weg liegt. Den habe ich jetzt noch verbunden. Eine Schraube noch, wie gesagt. Die obere. Die ganz tolle. Ganz oben am Getriebe. Ganz oben im Tunnel. Ein Quell ewiger Freude, das ist richtig schön, ist das. Da oben was rauszukriegen. Ja, zu Deutsch, ich habe heute die ganze Zeit im Untergrund gearbeitet. Liegendes Arbeiten liegt mir ja. Da unten. Die heiße Dusche, das hat schon, das war schon schön. Ja. Uns entschlossen, die Dome, die hier sehr gut aussehen, auch rauszunehmen. Die sind nicht so verrottet wie unsere. Wenn man es da hat, hat man es da, ne? Ja, die Federn müssen auch raus, weil, wie gesagt, das ist ein Fahrwerk für erhöhtes Gewicht etc. etc. Steht auf jeden Fall wesentlich höher. Federn müssen dann auch noch entrostet werden. Aber ist oberflächlich. Das ist Firlefanz, sich darüber Gedanken zu machen. Na, eine Getriebeschraube noch, wie gesagt, dann ist der Motor frei vom Getriebe. Dann ziehe ich die Gurte an.
Dann sitzt das Ganze wieder eigenermaßen waagerecht und dann kann ich den nach vorne rausziehen, nachdem ich die beiden Hauptschrauben rausgedreht habe. Ja, das sollte dann relativ einfach funktionieren. Ansonsten, ja, morgen ist der große Tag. Morgen geht der Motor komplett raus. Finde ich gut. Ging relativ schnell heute, muss ich sagen. Naja, irgendwann hat man sich auch eingearbeitet in so ein Auto, ne? Wäre blöd, wenn ich da nicht irgendwann mal schneller werden würde. Ja. Ach so, ja. Post war auch da. Der neue Ladeluftkühler. Mal gegen das Licht halten. Ja, man kann durchgucken. Der ist jetzt nicht größer, aber der ist schneller. Die Luftzirkulation sieht man hier. Ist wesentlich schneller als bei diesem Kollegen hier. Ich kenne schon jemanden, der so ein Ding drin hat und der ist hochzufrieden. Defender Krankenwagen. Kann man sich vorstellen, wie schwer so ein Ding ist. Und mit dem Motor, über 2,5 Tonnen, offensichtlich keine Probleme mit der Leistung. Ja. Gut. Für mich ist es Feierabend. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ein sehr idyllisches Bild, wie er so pendelt, oder? Schick. Ja, das ist er. Er ist raus. Der Vorbesitzer hat mir keinen Quatsch erzählt. Schrägstrich der Verkäufer hat mir keinen Quatsch erzählt. Die Kupplung, das Kupplungspaket ist offensichtlich neu. Ja. Nee, klingt gut. Da ist definitiv eine neue Kupplung reingekommen. Und neues Ausrücklager etc. 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 Sogar der Ausrückarm. Wie heißt denn das Ding jetzt eigentlich? Ausrückarm? Egal. Der ist offensichtlich auch neu. Nee, da hat sich einer drum gekümmert. Also wie gesagt, technisch top das Ding. Ja, jetzt geht das gleich weiter. Das Getriebe hängt jetzt frei unten drunter, nur auf den Gurten. Hier sieht man die. Haben wir um den Rahmen gespannt, dass das nicht unkontrolliert auf den Boden knallt. Hinten habe ich mit dem Wagenheber ein bisschen variiert. Ja, da sieht man es. Ja, das werde ich jetzt gleich hochpumpen, dann wieder festspannen. Brauche ich erstmal nicht. Warum soll ich dann ausbauen, ne? Es liegt auch nur im Weg rum. Wenn einer ein 230er Getriebe braucht, Bescheid sagen. Schaltet top. Die Kupplung gibt es dabei. Die hat noch keine 10.000 Kilometer gelaufen. Und maximal mit dem Pferdehänger. Mal kurz irgendwo hingefahren worden. Ja, also passt auch beim Defender. Ja, ich weiß. Ich habe schon mal ein 230er Getriebe bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Dann rief mich irgendwie so ein Defender-Fahrer an. Ja, man passt denn der Schalthebel? Ich sag so, Alter, den Schalthebel kann man austauschen. Nee, das ist mir zu unsicher. Ja. Wenn man nichts kann, beziehungsweise das mit dem Werkzeug nicht versteht, beziehungsweise die Gleichteilepolitik von Land Rover nicht versteht, warum fährt man dann so ein Auto? Ich verstehe das nicht. Das ist mir total unplausibel. Ich weiß, dass ich hier aus dem Range Rover Classic 300er TDI, aus dem Defender und aus dem Discovery 300er TDI Getriebe, Motoren und Achsen durchtauschen kann. Beim Defender sind sie sogar noch länger drin gewesen. Auch beim TD5 und so. Jo, das war der erste Streich. Wir sehen uns gleich wieder. So, Kupplung ist raus. Wie gesagt, ist eine Luke. Also mehr als plausibel, dass das Ding neu gekommen ist. Ist allerdings auch ganz schön beansprucht worden. Sollte aber noch ewig und 3 Tage halten, im Grundsatz her, ne?
So. Schwungrad, beschissener Zustand, muss ich sagen. Hätte die Firma, die die Kupplung gewechselt hat, ja, ne? Verfärbt. Ja, da konnte jemand nicht mehr im Hänger fahren. Ja, überhitzt, verfärbt. Also von der letzten Kupplung wahrscheinlich. Das hätte eh keine Zukunft mehr gehabt. Von daher schön, dass wir auf Automatik umbauen. Ja. Ja, das ist fertig. Diese Risse hier, da sollte man es austauschen. Ja. Schön gleichmäßig über die ganze Seite. Dann hier diese Hitzeverfärbung. Ich weiß nicht, sieht man es so besser? Hier sieht man es, ne? Hier auf der Außenseite. Hitzeverfärbung. Nee, der hat ganz schön gelitten mit Hängerbetrieb. Deswegen im Hängerbetrieb keine Schaltgetriebe. Ne? Können mir die Leute erzählen, was sie wollen? Keine Schaltgetriebe. Kein Bock drauf. Weil das Ding jedes Mal auszutauschen, ist eine Heidenarbeit. Dann die Kupplung und so weiter. Man hat auch mal richtig Last drauf und die meisten halten sich nicht dran. Land Rover sagt, dass man ab sehr schweren Lasten in Untersetzung losfahren soll und die meisten kriegen das nicht hin, außer Untersetzung rauszuschalten, während der Wagen rollt. Ne? Erster Gang, anfahren, dann ist der Bullen stark. Ne? Und dann, wenn er rollt mit dem Anhänger, quasi kuppeln, Gang rausnehmen, das Untersetzungsgetriebe auf High schalten, Gang wieder rein, zweiter am besten, Kupplung direkt loslassen, komplett loslassen, nicht schleifen lassen und dann losfahren. Ist ein kleiner Trick, kriegen die wenigsten hin, das ist das Problem. Und dann passiert sowas wie eine massive Verfärbung, Hitzeverfärbung. Also wir hätten das Schaltgetriebe auch jetzt so ohne weiteres nicht weiterfahren können. Blöd. Aber wie gesagt, geht eh ein Automatikgetriebe dran, also von daher mache ich mir keine Sorgen. Okay. Ich mach mal weiter. So, der Motor liegt hier in der Ecke. Sonne. Loch im Dach, aber heute ausnahmsweise mal kein Regen, sondern Sonne. Ja, ja, die Dichtung. Und zwar, das wird schwierig. Dieses Gehäuse hier hinten, das hier, das alles, ist ein großer Simmerring. So, und hier unten sieht man, dass da schon Öl rauskommt. Den habe ich jetzt bestellt. Ich denke, Dienstag kommt der. Ich werde mir jetzt keinen Stress mehr machen. Ich mache das jetzt ganz in Ruhe. Ne? So muss der Motor noch sauber gemacht werden. Alles super. Sowas von schön. Und hier haben wir den Land Rover freischwebend. So viel zum Thema, dieser Kran taucht nichts. Der steht jetzt auf einer Tonne. Man beachte Folgendes. Das Auto schwebt frei. Der Kran ist der Hammer. Leute, ich kriege da kein Geld für, aber ich bin beeindruckt. 225 Euro für einen Motorständer und den Kran. Und ich habe den jetzt hier auf einer Tonne stehen. Gut, da ist jetzt kein Motor mehr drin, ne? Aber trotzdem, der steht absolut stabil. Ich wackel dran. Der macht keinen Ärger. Und das auf dem Boden. Ich versuche jetzt die Federn rauszunehmen. Die wollen wir in unseren reinpacken. Eine Zange, die habe ich gerade schon gesucht. So, ja. Warum will ich das Fahrwerk ausbauen? Eigentlich bin ich kein Fan von der Marke. Aber das ist das Fahrwerk, was in dem drin ist. Old Man Emu. Ja. Das ist, ich glaube, für 300 Kilo plus. Ist natürlich im Anhängerbetrieb top. Wie gesagt, wir haben mit dem hier gezogen und da stand hinten auf unserem Anhänger stand unser Land Rover drauf. Wegen der Getriebegeschichte. Und wir mussten die Scheinwerfereinstellung, mussten wir noch nicht mal verdrehen. Die Höhenverstellung. Der ging nicht in die Knie. Absolut nicht. Und wir hatten dank unseres Navis mal eine Einfahrt fast verpasst und meine Frau hat einfach rechts rumgerissen und das Ding ist einfach rechts rumgefahren. Mit Hänger hinten dran. Ich habe schon gedacht, das Auto hinten drauf fällt runter. Nee, der ist wirklich eisenhart, der Wagen.
Ich bin mehrfach begeistert von diesem Auto. Also von dem Fahrwerk. So, die Federn. Sie dürften gleich frei sein. Ich muss hier noch irgendwas rauskloppen. Den habe ich gerade schon losgemacht. Den Pannerstab. Dann müsste die Achse eigentlich relativ leicht runterfallen. Theoretisch. Wir haben da vorne einen Hebel liegen. Ich greife mir den mal. So. Da, und es hat knack gemacht. Der hat übrigens Polybuchsen überall drin. Hammer, ne? Ich sag ja, technisch gesehen, dieses Auto ist unglaublich. Hat keine Gummilager in den Achsen, sondern nur Polys. Egal, wo man hinguckt. Aber war ja auch für eine ambitionierte Geschichte gebaut, das Auto, ne? Also von daher hat er das schon gut gemacht, muss ich sagen. Ich muss mal gucken, ob man die rauskriegt. Oder ob ich den ganzen Pannerstab mit übernehme. Hätte ich gerne. Polybuchsen hätte ich gerne. Ja, die Achse, ja, die Feder ist frei. Schön. Und dann komme ich wenigstens an die Schraubenköpfe hier oben dran. Hier oben sind die Schraubenköpfe für hier unten. Da ist der Stoßdämpfer drin. Ja, okay. Klingt gut. Sieht gut aus. Finde ich gut. Immerhin kommen wir einmal weiter. Ja, aber so ein freischwebendes Auto am Kran, das hat schon was. Ich bin begeistert von dem Teil. Echt Hammer. Okay. Ich mach mal weiter. So, nach unglaublich viel Arbeit stehen hier zwei Federn. Da liegen zwei Dämpfer. Und hier steht ein tiefer gelegter Land Rover. Also tiefer als das geht's nicht. Das sind die Achsanschläge. Den Pannerstab mit den Polys habe ich schon rausgenommen. Polybushes. Interessante Sachen. Ja. Ja, so wird er jetzt wieder weggestellt. Die Dinger müssen wir neu kaufen. Und zwar diese hier. Die halten den Stoßdämpfer dom. Ja, die vergammeln natürlich mit der Zeit da unten drunter. Sollten jetzt nicht die Welt kosten, die Dinger. Ja, werden wir bei unserem auch rausnehmen. Dann, also bevor der Motor reinkommt, machen wir das alles. Ja, die anderen Federn und so weiter. Ja, die Federanschläge sind da unten. Ja. Puh. Das ist ein Akt. Und ich muss sagen, wirklich, der Motorkran gerät. Absolutes Hammerding. Ja. Und der wiegt jetzt auch ohne Motor nicht gerade wenig. Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Okay, ich mache für heute Feierabend. Ich habe Hunger. Und ja, die Sitze gehen auch noch raus aus dem. Das Getriebe lasse ich jetzt erstmal drin. Sonst liegt das hier im Regen. Weil Halle ist kaputt, wisst ihr ja. Und Verteilergetriebe etc. Kardanwellen müssen noch raus. Aber das kann ich mir immer noch hier reinholen, wenn ich da Bock drauf habe. Ja. Ich behalte das Getriebe einfach. Ja. Das ist mir zu anstrengend mit den Leuten, die Defender fahren, zu verhandeln, beziehungsweise mich mit denen zu unterhalten. Die haben meistens keinen Schimmer Ahnung. Plappern nur das Blacklandy-Forum nach oder andere Leute. Das ist mir zu anstrengend, ehrlich gesagt. Deswegen lassen wir es einfach. Kann ich auch gebrauchen. Ne? Lege ich mir mit einer neuen Kupplung, mit allem drum und dran, der Anbindung an den Motor, lege ich mir erledige ich das weg und dann, wenn irgendwas sein sollte. Wir wollten ja sowieso mal bei Gelegenheit einen Serie 3 Land Rover. Das ist kein Defender, das ist das Ding davor. Ein Serie 3, einen langen, ein 109er. Mit einem modernen Motor, also 300er TDI. Umbauen. Und da passt das Getriebe natürlich wahnsinnig gut zu. Ja, es gibt so seltsame Umbauten auf Mercedes-Motoren oder auf Isuzu-Motoren oder weiß der Teufel. Aber mit einem 300er TDI sollte der ganz gut laufen. Ja, mit den Aufnahmepunkten für den Motor, mit der Quertraverse hinten für fürs Getriebe und so weiter.
sollte das ganz gut laufen. Discovery-Achsen drunter. Insgesamt alles ein bisschen moderner. Ja, das ist schon ein ziemliches Relikt, das Auto. Das darf gerne ein bisschen funktionaler funktionieren. Funktionaler funktionieren. Das hört sich nicht gut an. Es darf insgesamt ein wenig funktionaler sein, das Fahrzeug. Hier doch gerne eine Klimaanlage da drin. Aber von außen halt einen klassischen 109er Land Rover. Die gibt es mit Tropendach, die gibt es als Pickup, die gibt es mit allen möglichen Schnick und Schnack. Ja. Okay. Hier ist jetzt Feierabend. Ich glaube, der Wagen kann jetzt auch raus. Bis morgen. Ja, hallo. So, hier haben wir eine Spurstange. Beziehungsweise genauer gesagt, das ist ein Panhardstab. Den habe ich auch aus dem anderen rausgebaut, aus dem gelben. Weil Polyurethanlager. Ja. Bin am Aufarbeiten des Fahrwerks. Dazu gehört auch die Federn. Ich habe die komplett mit der Drahtbürste, elektrisch natürlich, mit der Drahtbürste entrostet. Dann über Nacht mit Vertan. In dem Fall wirklich vertan, weil wie gesagt, habe ich noch gehabt. Einwirken lassen und dann, wie man hier sieht, mit meiner Rostschutz, mit meinem Rostschutzprimer grundiert. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich warte auf die Trocknung, dass ich das Ding umdrehen kann. Dass er von der anderen Seite auch noch was abkriegt. Ja. Sieht schon mal ganz gut aus. Ach so. Ich wollte ja erklären, warum die Belüftung ist heute mal nötig. Warum der Motor raus musste. So. Die Nockenwelle hat ja blockiert. Die holen wir uns mal hier hin. So. Die Nockenwelle grundsätzlich gesehen kein schlechter Zustand. Ein bisschen Staub eingefangen, aber das soll erstmal egal sein. Kein schlechter Zustand. Hier sieht man schon das erste Pitting. Die gehärtete Oberfläche löst sich auf. Aber noch kein Problem dargestellt. Also das ist noch nicht schlimm. Ist auch keine Nocke eingelaufen oder sowas in der Richtung. Das ging im Allgemeinen. Hier haben wir eine doch schon sehr beanspruchte Nockenwelle. Ach, Nocke. Hier sieht man schon eine Verfärbung. Kann damit zu tun haben, dass der Nachbar ein kleines Problem hatte. So, und jetzt kommen wir zum Problem, warum er Motor blockiert hat. Das Ding hier treibt die Unterdruckpumpe an. Ein Diesel hat ja keinen eigenen Unterdruck. Keine Drosselklappe etc. So. Siehe man hier Ausbrüche. Also wirklich echte Hartmetallausbrüche. Ich habe das so in der Form noch nicht gesehen. Ja, kurz und knapp. Warum wechsle ich den Motor, wenn man solches Hartmetall im Motor rumrennen hat? Ist das nicht wirklich förderlich für die Lebensdauer? Auch wenn es hier ausgebrochen ist, also eigentlich aufgegeben hat. Es ist irgendwo im Ölkreislauf und zerstört mir die Zylinderlaufwände. Ich habe von unten, ich habe den Motor jetzt nochmal komplett durchgeguckt. Ich habe von unten auch Riefen in einem Zylinder. Da muss wohl so ein Ding hängen geblieben sein. Die Kolben werden von unten gekühlt. Da wird, das sind direkte Kolbenkühldüsen von unten. Und da wird wohl so ein Ding reingeflogen sein. Von oben fast nichts zu sehen. Aber von unten übles Teil.
Ja, beide Seiten. Hier sieht man an der Seite, dass da schon richtig was abgeplatzt ist. Und wie gesagt, das rennt im Motor rum und das ist jetzt nicht wirklich förderlich. Ja, die Nockenwelle ist furz, die ist tot. Hab noch welche, kein Problem, aber ne, müssten erst aus anderen Motoren ausgebaut werden. So, das war der Verantwortliche, die wird angetrieben durch diese eine Nocke. Und wie man sieht, aua. Das ist eigentlich auch eine glatte, spiegelnde Oberfläche hier. Dazu kommt, die müsste man eigentlich jetzt mit der Hand drücken können. Nix. Ist komplett blockiert. Die hat den Motor zerstört. Und zwar ist das folgendermaßen: Die Nockenwelle kommt da dran vorbei, solange der Zahnriemen nicht drückt. Der zieht ja vorne ein Stückchen weit. So, solange der Zahnriemen da vorne nicht drückt, kommt die Nocke gerade so eben vorbei. Fühlt sich auch so an, weil die Spritpumpe wird unter anderem auch angetrieben. Die Vorförderpumpe wird auch angetrieben über die Nockenwelle. Auch über so einen Nocken. Das ist ziemlich in der Nachbarschaft. Moment. Ja, der hier ist das. Hier wird die Spritpumpe angetrieben. Ja. Der ist ein bisschen exzentrisch hier, sieht man. Ja. So. Also ist das nicht ungewöhnlich, wenn man beim Drehen so einen leichten Widerstand und dann so ein leichtes Lösen merkt. So. Lässt sich also, die Nockenwelle lässt sich drehen. Kein Ding. Kein Problem. Das Problem war jetzt, sobald der Zahnriemen drauf kommt, ist da ein kleiner Prozentsatz Biegung logischerweise in so einer Nockenwelle drin. Minimal. Das ist im Mühbereich. Das reichte aber offensichtlich, um hier nicht mehr dran vorbeizukommen. Und deswegen hat der Kollege blockiert. Hier ist nichts mehr. Dies. Da funktioniert gar nichts mehr. Die müsste eigentlich jetzt pumpen, Unterdruck erzeugen und das geht zum Bremskraftverstärker hier. Unterdruck pumpen. Braucht so ein Diesel halt. Oder ein neuer zentraler. Ach, zentral. Direkt ein Spritzer Benziner braucht er sowas auch. Ja. Deswegen kommt der ganze Scheiß hier. Also der Kram hier hinten ist komplett neu zu besorgen. Kein Ding, kostet alles nicht die Welt. Die Nockenwelle läuft auf Rollen. Deswegen auch wenig Verschleiß. Ja. Diese Rollen betätigen jetzt wiederum diese Teile hier. Die stecken wiederum hier drin. Und da kommen die Stoßstangen drauf. Ja, also ist ein sehr verschleißarmer Antrieb. Auch alles kein Problem. Kaum Verschleiß, nichts zu finden. Ne? Auch hier in den Dingern. Das sind die Hülsen, wo das alles drin läuft. Kein Ding. Nur die Nockenwelle halt. Und deswegen haben wir jetzt einen neuen Motor stehen. Ja, der ist draußen. Glaube ich schon gezeigt. Hier steht er. Der kommt gleich wieder an den Kran. Und dann so, dieses Teil hier muss ab. Dieses hier. Das ist für das Schaltgetriebe. Passt natürlich nicht bei mir, weil Automatik. So, der Anlasser muss noch gelöst werden. Ansonsten von der Technik, vom technischen Zustand muss ich bei dem Auto nichts mehr sagen. Ne? Ist toll. Ist ein 21L. Sehr schön. Ziemlich frischer Motor. Von der Laufleistung her auch kein Problem. Ja, insgesamt gesehen. Es hat übrigens geregnet. Das Ding hier durch die Gegend zu fahren ist nicht witzig mit dem Motorkran, mit den kleinen Rädern. Noch habe ich keine großen gefunden, die gummiert sind. Ja.
würde sagen, wir können dann langsam. Natürlich braucht der Motor nach dem Wechsel einen Ölwechsel. Das sieht nicht mehr so ganz frisch aus. Steht ja jetzt auch schon, ne, 1000 Jahre hier rum. Die letzte Wartung war auch zum TÜV. Wie gesagt, 10.000 gelaufen das Ganze und dann stand er da. Ich habe den mal grob sauber gemacht. Der ist jetzt wieder da. Ne, wenn man damit anders, ne, unserer Waschanlage für Motorwäschen und so weiter. Ne. Nicht, dass wieder einer anfängt so, das Öl, das Öl, das Öl. Ich könnte hier, glaube ich, einen Roman und hinter jedes Video schreiben, so von wegen, dass unter diesem ganzen Kram hier eine Folie liegt. Ne? Weil das war mal ein Kuhstall. Weil die Gülle darf auch nicht einfach so versickern. Ja, da könnte ich wahrscheinlich einen Roman schreiben. Okay. Was habe ich noch gemacht? Ja, die zweite Feder bearbeite ich jetzt. Dann kriegt die auch ihr Fett weg. So, jetzt kommt die von der anderen Seite. Farbe ist noch drin. So, schnappen wir uns mal die Pistole. Abtrocknen. Nächste Fuhre. Damit wäre die Frage dann, denke ich, auch beantwortet, ob der Löwe spritzbar ist. Ja, mit Universalverdünnung. Recht angenehm, muss ich sagen. Ja, auch wieder gesagt, wie keine Werbung, ne? Ich will nichts Werbung machen, nichts tun. Ich werde nicht bezahlt. Ich bin einfach von dem Zeug überzeugt. Deswegen nehme ich es halt. Vor allen Dingen nebelt das Zeug in der Pistole nicht wahnsinnig. Ja, Umwelt etc. wissen wir ja. Man sieht es, denke ich, auch auf der Pappe. Ja, es kommt nicht weit, das Zeug. Es verhält sich sehr, 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 sehr kollegial. Es verlässt einen nicht. Ja. Ja, die Federn, da kommen, ich habe die bestellt, kommen morgen. Da kommen auch oben und unten ein Gummischoner drauf, wenn die eingebaut sind. Ja. Ich denke, das haben sie sich verdient. Ja. Eine Heckfeder muss ich noch ausbauen. Aus dem gelben. Eine habe ich noch drin, ja. Richtig. Und dann hat sich das mit dem erstmal grundsätzlich erledigt mit der Arbeit. Dann müssen wir den blauen fertig machen. Den müssen wir als allererstes fertig machen. Der kommt morgen hier hin. Der Motor, den hänge ich an den Kran. Ich muss den noch umbauen. Auf Automatik. Schwungrad anders und so weiter und so weiter. Ja, der Anschluss, flansch hinten. Und ja. Okay. Ich würde sagen, ich wünsche euch was. Eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Video.